Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Weltmetropole Kablindfort. Ich hoffe, euch geht's gut und ich habe heute richtig gute Nachrichten. Und zwar, wir waren shoppen. Ja, viele haben sich beschwert wegen der Qualität, die Videos sind zu dunkel, die sind zu hell, meine Stimme hört man nicht, Mikro ist schlecht und so weiter. Wir haben erstmal abgewartet, ja, wie sich der Kanal hier entwickelt, weil man kauft nicht zuerst riesen Equipment. Man kauft nicht zuerst eine riesen Kamera und was weiß ich was alles, wenn man damit nicht umgehen kann. Ja? Wir haben mit der Kamera nichts zu tun gehabt bis jetzt, deswegen haben wir mit dem Handy gefilmt oder mit der GoPro 7 und so weiter. Mit Licht und so weiter haben wir es wirklich nicht drauf gehabt und die Mikrofone haben wir benutzt, die Geräte quasi vorrätig hatten, also quasi vorinstalliert haben. So, wir haben jetzt auf dieser Kamera, die mich gerade aufnimmt, haben wir einen sehr schönen Mikrofon gekauft. Wirklich, sieht cool aus und ich hoffe, man hört meine Stimme sehr gut. Wir haben hier ganz viele Sachen gekauft und zum Beispiel sowas. Ja, können wir im Fahrzeug aufnehmen und überall stellen und so weiter. Ein Stirnband. Ist der Olli gleich angezogen. Ja, von GoPro. Kann man die GoPro montieren, zieht man so an, kann man ballern. So, Akkus haben wir gekauft, so extra Akkuladegeräte und zusätzliche Akkus. Wir haben die GoPro 7, ne? Mit der haben wir auch schon ein paar Aufnahmen gemacht. Wir haben, falls wir in den Notfällen mit dem Handy drehen müssen, haben wir ein Mikrofon extra für ein Handy gekauft. Ja? Ist auch ziemlich gut, wirklich. Habe ich schon getestet. Dann hier. Falls wir irgendwie mit einer Achterbahn mit dem Auto hoch und runter fahren, haben wir so ein Gerät. Das kann man sich anziehen. Und quasi hier befestigen. Wenn ich zum Beispiel den GTR fahre oder was weiß ich was, oder den RS6 oder was Schnelles, kann ich das hier montieren und dann sieht man alles viel, viel besser. Und ja, Mikrofon für mein Handy, falls ich mit dem Handy aufnehme und so weiter. Da habe ich noch ein paar Pakete, ne, die heute angekommen sind und deswegen werde ich die auspacken und euch auch zeigen, was das ist. So, das ist von der Firma GoPro. Licht. Das ist so ein Licht, was man hier oben drauf tut, auf die Kamera. Und das ist ein Mikrofon. Ja, also diese beiden Sachen habe ich gekauft. Und wir drehen dann ab sofort auch mit GoPro, mit Licht und mit extra Mikrofon. Dazu, das ist noch nicht alles. Doch, weiter geht's in meinen schönen Paketen. Ich mag so Amazon-Pakete auspacken. Das ist wie Weihnachten. Ja, ich freue mich, als hätte ich Geschenke gekriegt. Oh mein Gott. Funkmikrofone. Kann ich mir hier am Popo dran machen. Und hier so einen schönen, coolen Mikrofon einbauen. Also an Nippel. Ja, und das kommt, glaube ich, hier rein und so weiter. Also Funkmikrofone, damit ihr auch mich gut versteht, wenn ich nicht so laut spreche. Ja, so, das haben wir hier. Was haben wir hier? Tja. Oh mein Gott. Ich mache den Wendler jetzt eine Konkurrenz und werde ein Schlagersänger oder ich bewerbe mich bei Dieter Bohlen. Nein, das ist so für Veranstaltungen und so weiter. Wenn wir hier haben, damit die Leute mich auch gut verstehen oder für Messen, haben wir so ein Mikro gekauft. Ne? Deswegen alles für euch, alles für den
super Ton. Ne? Was ist das? Irgendeiner muss das am Ende aufräumen. Wer denn? Was? Wer denn? Also, wie mein Büro aussieht, räumt hier keiner auf. Bei mir sieht immer ein bisschen chaotisch aus. Was ist das? Das sieht gut aus. Damit wir auch im Dunkeln, oder das Licht so ein bisschen dunkler ist, ja, oder das Wetter ein bisschen wechselhaft ist, damit wir gutes Licht haben und mein Gesicht zum Vorschein kommt, nein, Spaß, brauchen wir oder haben wir Licht gekauft. Krass, ich bin selber gespannt. Wir testen jetzt alles und fummeln uns durch die Gegend. Aber sieht echt gut aus. Ne? Ich weiß zwar noch nicht, wie das so funktioniert. War ganz schön schwer. Ja, cool, guck mal, da hast du so ein Rädchen. Dann kannst du hell und dunkel verstellen. Cool. Finde ich voll cool. Also, wir haben so ein bisschen Ausrüstung gekauft. Ne? Weil man hier wirklich hier alles sieht. Von GoPro. GoPro. Hier ist, keine Ahnung, Mikrofon. Und Wendler persönlich. Nein, Spaß. Licht, Mikrofone, Halter, alter Halter. So, auf jeden Fall haben wir ganz viele Sachen gekauft und die neuen Videos werden von Bild etwas schöner sein, von Ton etwas schöner sein. Ja, das war's, ne? Mhm. Ja. Also freut euch drauf. Wir nehmen das erste Video auf mit unserem neuen Hightech-Equipment. Und zwar, wir haben gestern einen Anruf bekommen vom Robert Geis und wir sollen einen Kleinwagen für die Davina Geis besorgen, umbauen und liefern. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Aufgabe und die nehmen wir gerne an. Ja, also das muss ein Kleinwagen sein, für Monaco geeignet, damit die junge Dame damit zur Schule fahren kann. Ja? Voraussetzung ist, sehr sparsam, am besten Elektro, sehr, sehr, sehr klein, je kleiner, desto besser und sie muss trocken ankommen. Ja? Also, wenn es regnet, muss alles trocken sein. Ja? Wir suchen uns gleich ein bisschen bei Mobile durch, was es so für Autos gibt, ja? In so ganz kleinen Format und was wir aus diesem Auto auch bauen können. Ja, es gibt Autos, wo wir sagen, okay, wir sind selber verzweifelt, da geht nichts mehr. Ja, so hässlich sind die. Wir gucken, dass wir was Schönes finden und die junge Dame zufrieden wird. Das ist eine Überraschung, sie weiß nichts davon. Ja, ich glaube, sie weiß, dass sie ein Auto bekommt, aber was für ein Auto, wie und in welcher Form, was für eine Farbe, weiß sie nicht. So, seid gespannt und ja. Wenn ihr nichts verpassen wollt auf meinem Video-Channel, dann abonniert mich, aktiviert die Glocke, kommentiert, was wir machen können, was ihr wissen wollt. Ja, ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Manchmal brauche ich so immer einen Tag, zwei Tage dafür, um es zu beantworten, aber meistens geht es schnell. Ja, da nehme ich mir wirklich die paar Minuten hier und da für euch und ja, und das funktioniert. Viele haben auch gefragt, auch der Chef beantwortet die Kommentare selber. Ja. Wenn ich mich entschieden habe, jetzt die Videos zu drehen, dann muss ich auch, ich sag mal, das vernünftig machen und ich sag mal, auf Kommentare, auf Fragen, auf Dings hier, entweder mich bedanken. Ja. Ich bin wirklich euch sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe fast 30.000 Abonnenten bei YouTube. Ja, vor 4 Monaten habe ich angefangen mit den Videos YouTube. Und innerhalb von 4 Monaten, da waren 2000, also das hat sich keiner bei uns gekümmert um den YouTube-Channel, deswegen haben wir auch so wenig. Aber seit 4 Monaten funktioniert das ziemlich gut und ich hoffe, euch gefallen die Videos. Ne? Ja, das war's. Wir suchen jetzt ein Auto für Davina. Das wird das nächste Video sein mit unseren neuen Lampen, Mikros und so weiter. Jetzt habe ich kein Mikro, deswegen wird man den Unterschied hoffentlich merken. Ja? Let's go. Viel Spaß, vielen Dank.